So, okay. Dann haben wir erstmal das Wasserschnabeltier-Ei. Jetzt bräuchten wir natürlich noch das Feuer. Ich glaube, das Feuer war bei dem Dock-Werkstatt. Das war irgendwas mit den Rohren hier auf alle Fälle. Jetzt müssen wir mal gucken. Kohle haben wir schon da. Die Kohle haben wir reingelegt. Jetzt bräuchten wir natürlich... Da oben ist nämlich das Schnabeltier. Jetzt bräuchten wir irgendwas, um das anzuzünden. Wir haben eine Kerze. Aber da fehlt das Feuer. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie... Ja, wird wahrscheinlich nicht sein. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie Feuer besorgen. Jetzt weiß ich aber nicht ganz genau, ob es hier Feuer gab. Ah doch, hier, guck mal, hier unten ist eine Kerze. Ich glaube, das könnte sogar funktionieren. Wir versuchen es einfach mal. Ob er die Kerze anzündet. Okay, das haben wir schon mal. Man sollte immer ein wenig offenes Feuer im Mantel haben. Ja, klar, immer. Das ist das Beste, was man machen kann. Offenes Feuer im Mantel. Okay, wir haben jetzt das Feuer. Hier war falsch. Jetzt brauchen wir... Müssen wir zu Docks? Nee. Ach nein, scheiße. Ist echt manchmal ärgerlich. So, wir brauchen Docks Werkstatt. So, jetzt werden wir es mit der Kerze versuchen, ob das angeht. Vielleicht brauchen wir noch irgendeinen Zündstoff oder sowas. Aber wir haben ja noch die Flusen. Vielleicht funktioniert das mit den Flusen, aber es geht auch so. Ach, guck mal. Ja. Da oben ist lodre, das Ei. Lodre, Ofenbrodle. Da haben wir das Ei. Dann können wir uns ja das eigentlich besorgen. So, dann holen wir uns das mal. Mal sehen, was passiert. Laut Fiebel ist das hier ein Feuerschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Oh. Nein. Verdammt. Das ist darauf gefallen. Das Ei ist ganz ohne mein Zutun in dieses Rohrsystem gehüpft. Jo. Ich muss es da irgendwie wieder rausbekommen. Ganz ohne dein Zutun. Gut, hier hören wir erstmal nochmal Poki. Ich weiß ja gar nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ich mag ja Minigames. Was durchaus peinlich ist und auch zu schweren Körperverletzungen führen kann. Nämlich dann, wenn man... auf dem Schulhof zum Beispiel verprügelt wird, weil ein Familienmitglied einer ähnlichen Obsession verfallen ist. Und dafür... Deine Mutter spielt nach Walkthrough und besorgt sich fremde Saves. Deine Mutter spoilert in den Kommentaren von Kongs Let's Plays. Deine Mutter fangirlt Rehawk, Sarazar und Sergeant Rumpel. Deine Mutter covert Hussa und schickt es an deine Kumpel. Doch all das ist allenfalls die Eisbergspitze des Problems. Viel schlimmer ist doch... Deine Mutter mag Minigames. Deine Mutter mag Minigames. Deine Mutter hängt bei Edna bereits in der Zelle fest. Deine Mutter kauft auf eBay Karten für einen Beta-Test. Deine Mutter skippt die Cutscene. Deine Mutter klickt den Text weg. Deine Mutter postet Pics von sich mit Omi-Liebe-Hashtag. Deine Mutter cosplayt Bosos Kutter und postet die Fotos. Deine Mutter sucht in Blackguards nach dem Leoparden-Modus. Doch all das wäre noch okay. Der wahre Grund, dass du dich schämst, ist natürlich... Deine Mutter mag Minigames. Ja, deine Mutter mag Minigames. Deine Mutter mag Minigames. Deine Mutter mag Minigames. Okay, deine Mutter mag Minigames. So, ich muss mal kurz
was ausstellen. Ihr habt es wahrscheinlich gehört, es kommt nämlich immer so eine Benachrichtigung und das ist halt immer ätzend. So, wir haben hier das Rohrsystem auf alle Fälle. Wir können schnell nochmal schauen, wie das genau funktioniert. Ach du dickes Eier, die kalkhärtige Schnabeltier Embryonozyte ist in den labyrintheinartigen Entlüftungskanal von Docks Heizungsanlage geraten. Gelingt es dir, die Schläuche umzustecken, dass es aus dem Wärmetauschkreislauf in den Ofen gepustet wird? Stelle die Weichen und manövriere das Ei schließlich durch den Schlott am unteren Bildschirmrand in den Ofen. Also hier unten wahrscheinlich. Ne, hier. Hier muss es rein. Also es muss praktisch hier rein. Es läuft immer so rum. Geht es da lang, hier durch. Dann müsste es da durchkommen und da. Genau. Gut, wir haben hier Weichen. 4. 1. Ist wahrscheinlich hier. Dann hier die 5. 4. 3. Die 6 vielleicht. Oder hier oben die 6. Weiß ich nicht genau. Hier ist noch ein Rohr. Okay, das führt schon mal dorthin. Sprich, das Ei geht dann hier. Wir müssen eigentlich nur den rückwärts. Dann müssen wir hier einmal drehen. Dann lüftet es da lang. Zack, zack, zack. Geht es hier rein. Dann lüftet es hier. Dann lüftet es hier. Dann kommt es nämlich da raus. Wir gucken mal, wo es jetzt hingeht. Ah, es geht trotzdem so lang, okay. So, jetzt bin ich ja gespannt. Jetzt läuft es da lang, da lang, da lang. Da, 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 da. Und dann müsste es rauskommen. Okay, das war einfach. Das war ja simpel. So, da ist das Feuertier. Wir haben alle, aber das Problem ist, was ich schon gesehen habe, wir haben immer hier noch ein Ei. Das Wasserschnabeltier. Laut Fibel ist das hier ein Wasserschnabeltier-Ei. Tirili, meine Sammlung wächst. Das müsste ja rein theoretisch nur... Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will eine Gehirnoperation vorbereiten oder wofür auch immer. Autsch! Okay. Weiß ja nicht, was man damit machen soll. Hier muss ja oben. Ach, hier oben ist das. Ach, wir müssen die Schnabeltiere auch noch in das Netz setzen? Auf geht's, mein. Es gibt ein Nest zu bewachen. Aha. Schon irgendwie drollig. Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Dann fehlt uns ja auch noch bei dem Flugschnabeltier. Hier fehlt uns auch noch das Nest von dem Flug. Möchte ich meinen. Dann müssen wir. Komm, Schnabli. Ja, du Mist. Ah, wir brauchen was zum Einfangen. Ah, wir brauchen noch was zum Einfangen. Wir müssen die ganzen Schnabeltiere noch in ihre Nester bringen. Das haben wir gar nicht mit bedacht. Können wir uns das hier eigentlich nochmal nehmen? Die kann man bestimmt noch... Ja, Tatsache, die kann man noch benutzen. Dann brauchen wir irgendwie ein Fangnetz. Wir müssen irgendein Fangnetz bauen. Meine Sachen auch dazu, aber ich lehne es ab. Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch... Ein Kescher für Flugschnabeltiere. Das heißt... Ja, natürlich. Das sieht genauso aus wie der Kescher auf dem Bild in der Fibel. Ja, nicht ganz, aber... Gut, dass ich so ein brillanter... Sonst hätte ich ja noch ewig herumprobieren können. So, sieht zwar nicht ganz genauso aus, aber... Es sollte den Zweck dienlich sein. So, dann versuchen wir das mal einzufangen. Dann müsste es eigentlich funktionieren, ne? Komm, Schnabli, Schnabli. Ich hab's. So.
Irgendwo hat das irgendwas blink gemacht, weiß ich jetzt nicht genau. Das ist das Nest vom Erd. Da weiß ich auch noch nicht genau, wo der gelandet ist. Aber ich glaube, der ist wahrscheinlich... Ne, hier ist er nicht. Da muss ich auch noch einen reinsetzen. Oder ist das hier das Netz? Warte mal. Ah, da oben sitzt jemand. Es gibt ein Flugschnabeltier ist wohl vorerst von der... Tja, ich bin... So, dann brauchen wir bloß noch diesen Typen hier. Aber den kann man nicht fangen, oder? Ich habe auch gar kein Netz mehr. Okay, mit Netz geht das nicht mehr. So, Guti, dann haben wir das erstmal. Den haben wir auch. Jetzt brauchen wir bloß noch... die anderen Schnabeltiere. Und irgendwas mit dem Wasser müssen wir noch machen. So. Laut Fibel brüten Wasserschnabeltiere ihre Jungen im Maul von lebendigen Zebrafischen aus. Okay. Ob das auch mit toten Tigerfischen geht? Ja, das haben wir schon. Ich muss meine Sachen nicht. Ich will eine Ge- oder wofür. Jetzt müssen wir bloß noch das irgendwie mit dem Fisch zum Schlüpfen bringen. Das Problem, wie können wir das machen? Ich will nicht, dass es noch mehr verfusselt. Es kleben schon genug Flusen aus meinem Mantel dran. Wir müssen das irgendwie zum Laufen bekommen. Also wir haben... In dem Tigerfisch haben wir das Ei reingemacht, das weiß ich noch. Aber jetzt müssen wir natürlich das irgendwie noch in Gang kriegen, ne? So, was sagt denn die Fieber eigentlich? So, das haben wir. Die Eier haben wir. Den haben wir ausgebrütet. Hier ist das, genau, hier ist das drin. Wasserschnabeltiere schlüpfen. Bitte was? Im Maul von lebendigen Zebrafischen. Ekelig. Hier steht außerdem... Süßwasserfische sind. Dürfte schwer sein, hier welche aufzutreiben. Okay, mehr sagt er nicht. Da ist ein Farbeimer. Aber sonst... Wie kriegen wir den lebendig? Es ist Zeit für ein weiteres brillantes Manöver. Plus minus 10 Minuten. Das ist ein Techno-Flux-Induktor-Dingens. Sowas erkenne ich sofort. Ja, na klar. Kann man damit irgendwas machen? Ob da wohl Saft drauf ist? Ah! Spiel nicht an den Gerät, wenn du nicht... Ja, ja. Aber wir könnten das mit dem Fisch versuchen. Aber natürlich. Ich könnte den armen Fisch durch ein paar gezielte Stromstöße ins Leben zurückrufen. Endlich zahlen sich die vielen Stunden unter Dr. Gizmos Defibrillator aus. Aber bevor ich mir einen kalten Zombiefisch ans Bein klette, sollte ich mir vielleicht erstmal überlegen, wozu. Ich will nicht denselben Fehler machen wie damals bei Toni. Okay, das geht nicht. Da brauchen wir noch irgendwas. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Irgendwas muss man hier machen. Wasser haben wir ja. Ein wenig mehr Power. Spiel nicht an den Gerät. Ja, ja. Mecker, mecker, mecker. Das funktioniert nicht. Was machen wir da? In der Fibel stand ja, dass es Süßwasser braucht. Wenn wir im Glas jetzt Salzwasser drin, was dafür haben wir denn? Dafür, dass Crane angeblich nur das Nötigste besitzt,
ist sein Kram doch arg unnütz. Hab mir doch gleich gedacht, dass er nur angeben wollte. Und hier ist das Nest. Laut Fibel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Wasserschnabeltierkolonie. Hier findet der eingeweihte Schnabeltierfreund die Zutaten für diverse kulinarische Köstlichkeiten. Zumindest solange es unbewacht ist. Man muss doch irgendwas machen. Oder wofür auch immer man saub... Für den Fisch kommt jedes Wasser zu... Es muss irgendwas mit Elektrodingern zu tun haben. Aber natürlich, ich könnte den... Endlich zahlen sich die... Aber bevor ich mir einen kalten Zombiefisch... Ich will nicht denselben Fehler machen. Aber natürlich... Kalten Zombiefisch... Kalten Zombiefisch. Kann das sein, dass wir den... Aber da kann ich den ja nicht reinmachen, oder? Zu spät. Der ist schon... Wir haben genug Wasser. Ich weiß nicht genau, was wir machen sollen. Der Fisch ist tot. Ausgerechnet weil der Spielverderber unter dem... Das muss irgendwas damit zu tun haben. Mit den Verzweiflungstaten warte ich lieber bis zur letzten Sekunde. Dann wirken sie einfach besser. Ein wenig mehr Power... Spiel nicht an den... Wenn du... Mecker. Mensch, Ruhe. Ach, guck mal, hier ist noch das Erdtier. Das brauchen wir... Das müssen wir dann auch... Komm schon. Na holla. So jung und... Aber wie kriegen wir das? Ich komme darauf zurück, wenn ich... Bald kann ich einen... Komm. Na holla. So jung und schon so an... Kann man das mit dem... Komm. Na holla. So jung und schon so an... Komm. Na holla. So jung und... Das ist ja witzig. Wie kriegen wir denn das... Komm. Na holla. Okay. So jung und schon so... Wir brauchen irgendwas. Irgendwas brauchen wir, um diesen... Also der Eimer ist ja mit dieses Vieh, aber was brauchen... Wir brauchen irgendwas, um das Ding rauszuholen. Hier ist nämlich sein Nest und hier ist auch Erde, aber... Na, ist noch mehr... Aber ich kann es ja nicht nehmen. Lose, wenn ich mehr... Wenn ich mehr... Meine Sachen, ich muss sie nicht... Okay, das geht auch nicht. Alter, das wird doch nicht sein Nest sein, das ist ja... Kann man das, ach, hier kann man das für... Ah, warte mal. Ah, lol. Es ist zwar kein... Komm. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. So, jetzt müssen wir irgendwas machen können. Komm. Na holla, so... Wie kriegen wir den jetzt da raus? Ah, jetzt kann man. Naja, Eisblock. Ich brauche wohl Werkzeug.
du kleine Mimose, machst dir in die Hose wegen Schimmel im Kühlfach, das kenn ich ja schon. Doch Koffer zu packen, nur weil alte Socken im Lampenschirm liegen, grenzt fast unanhohn. Hat dich, was ich dir erzählt hab, noch nicht ruhig gestellt. Wächst dir den Meter dick Gras auf den Ohren.